Herzlich willkommen zur neuen Folge gerade irgendwo in Thüringen. Wir werden weitermachen mit Holz. Holzarbeiten, da die Temperatur vom Boden noch zu kalt ist. Wir werden am morgigen Tag abwarten. Ich habe die Jahreszeiten auf 6 Tage reduziert, die Länge. Denkt mal, da kommen wir mit aus. Wir können ja zur Not immer noch erhöhen. Hier fällen noch ein paar Bäume, aber wir können mehr haben. Verdient ein bisschen Geld mit Holz. Bäume pflanzen an sich würde ich immer noch sein lassen, weil es kommt eine. Oh, der Modder will die Karte ziehen, ready machen, also dass alle Objekte entsprechend auch so reagieren, wie sie sollen. Ist auch noch nicht raus und ich weiß nicht genau, ob wir eine neue Karte starten müssen oder ob wir weitermachen können. Darum ist Bäume pflanzen Blödsinn. Aber Feld kommt trotzdem. Wir müssen dann nur bei der neuen Karte entsprechend alles ausrechnen, was wir an Wert haben, was wir an Maschinen haben, aufschreiben und dann Geld gut schreiben, halt dann neu kaufen, das Land neu kaufen. Aber wie gesagt, Fruchtstatus und die jetzt aktuell gepflanzten Bäume werden dann ja sowieso weg. Also deswegen sage ich mal so, werde ich das mir dann überlegen, ob ich da jetzt groß Bäume pflanze und dann eher, weil die auch so lange wachsen, bei Feldfrucht ist das nicht ganz so dramatisch. Season hat ein Update bekommen, das heißt, wir werden noch heute Nacht schlafen probieren, wenn wir bis dahin hinkommen. Wir haben erstmal jetzt gerade 17 Uhr, mal sehen, wann es dunkel wird. Noch ist ja noch angenehm hell. Können wir mal arbeiten, ne? Feld bestellen ist ein bisschen riskant, aber normalerweise müsste es gehen, auch bei plus 3 Grad. Also Getreide ist nicht ganz so dramatisch, denke ich mal, wie jetzt andere Früchte, die mehr Wärme brauchen, wie Mais oder wie Sonnenblumen. Also riskieren wir nichts, wir werden mal ein bisschen warten. Vielleicht haben wir ein kleines Feld, wo wir es probieren können. Aber das haben wir aktuell nicht. Ich habe den neuen Mod drauf von Rigscript. Ich weiß ja noch gleich, ja. Vergessen und ich kann es richtig aussprechen. Global Kompanie, ja, ach so, ja, genau so ist das Ding. Wer das haben möchte, es gibt jederzeit im Mod Hub bei Giants im Forum oder im auf der Homepage oder direkt bei der Forum für Mod-Kampagne, da kann man es auch entsprechend runterladen. Das sind geprüfte Mods, das ist sollte gehen. Wer andere Mods hat, die im Konflikt sind, das wird dann gemeldet. Da muss ich halt entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht. Oh, wieder ein Baum mehr.
Ich war jetzt auf Urlaub bei mir zu Hause, deswegen ist auch die einige Folgen weit im Voraus gemacht worden. Diese Folge ist für Mittwoch geplant. Ich habe hier so etliche Bäume gesehen, die im Prinzip trocken waren. Also die Dürreschäden sind schon gewaltig. Außer Borken hier sicherlich da im Spiel. Aber denkt man eher, das liegt daran, dass ein Baum in einer Monokultur, wo es nur einen gibt, es Probleme gibt. Vor allen Dingen, weil der Baum ja eigentlich aus Skandinavien kommt. Und da es ja an sich da kühler ist, ne? Also auch im Sommer oder die Zeit, wo es extrem warm ist, halt nicht so lang ist, ne? Wie bei uns im Norden oder im Süden von Deutschland oder in Österreich. Sicherlich mit auch dem Grund der großen Trockenheit, weil es Gas verregen, aber halt nicht überall, ne? Und man merkt schon langsam, es wird dunkel, ne? Der LKW wird noch beim Sägewerk sein. So, ihr könnt die Musik hören. Zeit ist es, glaube ich, nicht gehört. Oder es täuscht. Denke mal, es ist auch eher dafür gedacht, die Musik, falls mal keine Maschinen zu hören sind. Na, wollen wir heute tanzen heute. Dickes Zucken. Wir fällen mal jetzt die Bäume. Liegt nicht am Spiel, das liegt auch nicht am Leistung der Grafikkarte, das ist einfach so von der. Ja. Ist er schon wieder umgefallen? Mal sehen, wie die Temperatur morgen früh ist im Spiel. Ingame. Dann mal schauen, ob wir dann entsprechend. Ja. Anfangen können wir da auch. Die werden in Verband aussehen mit je zwei Fahrzeugen. Ich hoffe, dass ich meine zwei Fahrzeuge auch schon im anderen Feld habe. 12 habe ich schon zwei. Und das schon ziemlich lange her ist. Über eine Woche oder genau eine Woche, muss ich lügen, will ich aber nicht. Also ist schon eine Woche her, ich bin schon in einer Woche weg, also schon mehr wie eine Woche jetzt. Jetzt haben wir ein Dings holen und ein LKW. Das ist jetzt hier. Ja, Musik ist zu hören. Der ist schon da. Nicht beim Sägeweg. Der Radlader ist beim Sägeweg. Aber ich bin da. Der LKW ist hier. Der Radlader deswegen, weil die alle umgefahren sind. Die LKWs. Keine Sorge. Wir fahren nicht gegen den Herrn. Gas, so, da sind wir. So, mal schauen, ob wir aufgeladen kriegen. Andere Seite sicher. Oh, geht schon. Wieder ausmachen, mal weiterfahren. Da
Der Zaun gefällt mir irgendwie. So. Oh, es wird Nacht, 18 Uhr bald. Wahnsinn. War nicht aus. Na ja, gut, ein bisschen macht ja auch nichts, wenn das rutscht. Jetzt sind wir schon bald gut gefüllt. Ein paar gehen noch. Immer wenn es zu hoch ist, ist das ein Problem, ne? Den kleinen noch. Mal das Aufladen beenden. Dann fahren wir sie jetzt alle so rum. So, gehen wir hier wieder rumfahren. Je höher die Ladung ist, umso riskanter ist das umkippt. Wo das so noch riskant ist. Probleme. Ruckelt. Hat gerade gekippelt. So, mal Licht anmachen. Oh, schöne Bäume. Schade, wenn wir die nicht fällen können. Ne? Gut, das sind 200 Stück. Das sind gepflanzte Bäume, die wachsen richtig aus, die werden richtig groß. Die Bäume, die gesetzt wurden, die wachsen ja nicht aus, die wachsen ja nicht weiter, die bleiben ja stehen. Da bleibt ein kleiner Baum, halt ein kleiner Baum. Muss mein Tempo ein bisschen reduzieren. Wir werden jetzt ein bisschen schneller laufen lassen, die Sache. Naja, oder auch nicht. Mal sehen. Noch ist ja hell. Ist er, da ist auch der Radlader. Wie ich sagte. Alles verkauft. Mal sehen, wann das Sägewerk hier Leben kriegt. Ich habe gehört, er macht eins oder eins fertig. Das weiß ich auch nicht genau. Also, wenn wir Geduld haben, dann kriegen wir auch ein Sägewerk und eine season-ready Karte. Aber mal sehen, ob das überhaupt näher mit dem jetzigen Spielstand funktioniert. Da wollen wir mal schauen. Und wenn ich einen Neustart machen würde, wäre es wie ein Umzug und dann würde ich im Prinzip auch Deck mal hoch einstarten. Aber das weiß ich noch nicht genau, das ist noch lange hin. Oder auch nicht, das kann ganz schnell gehen, ne? Die Bodentemperatur steigt auch nicht. Mal sehen, wann die Temperatur für die Luft sich ändert. Da liegt noch ein Stück Holz. Ja, Ballenverkauf, ja. Also lose Stroh verkaufen soll wohl nicht mehr gehen. Wir haben eh keine Ballen, also die jetzigen Ballen müssen im Lager sein. Wenn die nicht im Lager sind, dann laufen die Gefahr, heißt, die werden dann verrotten. So, was wollte ich jetzt?
Kannst du gucken nach dem Preis, was er nun bringen würde. Ballen. Also Stroh. Ja, null. Das ist gut. Das muss ich noch nicht verstehen. Warum jetzt Stroh und Gras? Das sind Grasballen. Ah, Strohlose. So wie Stroh in Ballenform. Haben wir hier nicht, ne? Achso. Also loses in Ballenform würde was kosten, aber loses Stroh nicht. Und es wird düster. Also wir würden Geld kriegen, aber ich weiß nicht wie viel. Und ich kann es auch nicht testen, weil wir im Prinzip kein Stroh da haben. Wir haben nichts gepresst. Wie gesagt, man muss dann ein Lager haben, das ist entsprechend. Oder zumindest eine Halle, die es trocken ist, ne? Und das ist der Aufwand ein bisschen zu groß. Wie gesagt, wenn ich mir Stroh mache, dann muss ich mir. Dann müsste ich mir entsprechend einlagern. Also ich muss es brauchen für viel Zeug. Da würde ich eher einlagern. Zwar lose. So. Wir voll. Die Temperatur ändert sich noch nicht groß. Aber das wird noch passieren. Ups. Nein. Haben wir gleich einen Schaden am LKW, ne? Ich weiß nicht, ob man so ein Fahrzeug gerne mag, ne? So ein Stoßer. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wogegen fahren. Unseren kleinen, ja, Balken da, Stück Rast, Spitze vom Baum. Oh, noch nicht hin, ein tiefer. Haben wir die Runde mal so rum. Also ich würde vorschlagen, jetzt ein bisschen zu beschleunigen, weil es schon eben dunkel wird. Ja. Einer habe ich vergessen da oben. War ein dicker Balken. So. Haben wir es. Machen wir ein bisschen leer mehr. Da hinten kein Licht, das ist nicht schön. Dann können wir gar nicht sehen, wo leer ist. Hier fahren die vorne im LKW aus. Ups. So, die Feuerlandschaft. Das soll schon bald für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Auch ein Danke dafür. Kurze Bemerkung: Es sind keine Verpflichtungen, es sind keine Kosten, es ist komplett kostenlos. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bitte, ne. Ciao.